So, dann herzlich willkommen zum JFD Live Trading TVA. Heute wollen wir uns ja dem DAX widmen mehr, weil der auch definitiv ein Underperformer ist gegen die US-Indizes. Aber zuerst den Risikohinweis und dann geht es auch schon los. Also ich habe hier jetzt auch ein neues Chartbild erstellt, jedenfalls hier im kurzfristigen Bereich. Der Trade letzte Woche ging ja sehr gut auf, Kursziel ja auch erreicht, dann hier an dem 4 Stunden Widerstandslevel kam der DAX nicht drüber und dann setzte hier die Abwärtsbewegung ein und endete jetzt gestern knapp vor der 9300 Punkte Marke. Da schalte ich aber kurz zurück zum 4-Stunden-Chart. Hier wurde ja noch auf ein Gap-Close nicht unbedingt ganz gesetzt, sondern immer nur angegeben, dass hier ein Gap-Close ja möglich ist bei 9270 Punkten. Wenn man jetzt aber den JFD, also die Indikation, anschaut, dann sieht man hier schon, dass fast jede Kerze damals hier zwischen dem Bereich zum Stehen kam, jedenfalls die Schlusskurse. Und dann ist es jetzt hier aus diesem Chartbild nicht verwunderlich, dass es eben keinen kompletten Gap Close gab. Da ist halt direkt wirklich bei der Indikation bei 9300 Punkte eben abgeprallt. Hier erkennt man jetzt aber ein Widerstandslevel, ja, mit dem EMA 10 auch im 4-Stunden-Chart. Unterhalb jetzt von 9450 Punkten hat es der DAX schwer, weitere Kursgewinne zu erzielen. Ein 4-Stunden-Close dürfte aber, wenn es jetzt sowas passiert, dann dürfte der Index eindeutig höher stehen, dann ist das Chance-Risiko-Verhältnis eher gering. Schauen wir mal in den 1-Stunden-Chart. Ja, hier dürfte eine Marke, sage ich mal, auch bei 9450. Ein Stundenschluss darüber dürfte hier ein Kaufsignal generiert werden. Prallt er hier allerdings wieder ab, dann dürfte er wieder Richtung 9380 Punkten tendieren oder sogar tiefer. Auf Xetra, wenn man hier den Stundenchart anschaut, liegen die Levels deutlich höher, weil wirklich ein Widerstandslevel liegt, ein markantes hier liegt bei 9533 bis 9515. Ist hier eben abgeleitet durch sehr viele Kerzenformationen. Und hier dürfte, der DAX dürfte ja über 9400 Punkten starten. Wir haben erst 8.35 Uhr. Hier wäre schon Kurse über 9400 Punkten. Leicht, bullisch ist jetzt vielleicht das übertriebene Wort, aber mit Erholungspotenzial eben bis 9500 Punkten rund. Weitere Marken würden bei 9.680 Punkten dann liegen, wenn dieses Level überschritten wird. Im sozusagen älteren Chartbild, wo ja das Kaufsignal nicht aktiviert worden ist, liegt hier noch eine Wochen, jetzt eine ehemalige Unterstützung, aber jetzt eine Wochen. Widerstand bei 9420 Punkten, was definitiv der DAX erreichen müsste, also am Freitagabend auf Xetra-Basis. Dann wäre nämlich, ich kann auch hier den Wochenchart einblenden, da war ja hier dieses Level eingezeichnet. Dann wird dieses Level wieder verteidigt. Wie gesagt, über 9500 Punkten oder 500
20 Punkten müsste der DAX es schon schaffen, damit die Kerze jetzt hier nicht negativ herausragt. Schaut man noch mal eben kurz hier zurück. Der Index, ja, hat hier noch mal die 9,4 ja getestet heute früh und jetzt müsste er eben direkt zur Eröffnung über 9.450 Punkte ansteigen, damit das Kaufinteresse geweckt wird. Das waren jetzt die wichtigen Daten. In der Nasdaq hat er hier schön die Stop-Buy-Marke erreicht und das Kursziel erreicht. Unterhalb von 4.460 kann sich das hier im Prinzip ja nochmal ausdehnen. Auch wenn es direkt hier drüber geht, kann hier es trotzdem nicht unbedingt komplett wieder in weitere Kursgewinne übergehen, sondern eine Konsolidierung und dann weiter nach oben wird es nicht erreicht, dürfte es hier vielleicht noch mal runtergehen. Ganz kurz noch zum Öl. Da gibt es eben hier nichts Neues zu sagen. Das untere Level oder und die untere Szenario wird ja gelöscht, habe ich gestern erwähnt, bevor es auch hier, es ist ja nicht aktiviert worden, auch bevor es hier zur Aktivierung kam, sah die Konsolidierung anders aus. Dass wenn das Level touchiert wird, eben es sofort wieder nach oben geht. Und jetzt wurde ja auch das Level gar nicht erreicht, sondern der Öl trete nach oben, genauso wie hier brennt. Das Level wurde nicht unterschritten, das Unterstützungslevel. Gold und Silber, das wird jetzt hier spannend, was passiert. Gestern war ich ein klein bisschen verwirrt. Hier ist ja der Wochenchart, weil ich gedacht habe, hier fehlt eine Kerze. Wenn man jetzt hier aber den Tageschart anschaut, sind es wirklich sehr seltsame Tageskerzen. Ja, der Kerzenkörper ist immer relativ klein. Das Level wurde schon ja, mit dem Ausbruch eben definiert. Und wie man sieht, exakt oben angekommen. Auch an diese Linie, die kann man natürlich auch ein kleines bisschen anders anlegen. Wie gesagt, das ist jetzt hier ein Level, was auch noch um ein, zwei Euro überschritten werden darf. Und diese ja, aber mit dem Muster, wenn man das jetzt hier anschaut, kann es zu Ende sein. Es könnte natürlich nach oben noch ausdehnen. Ja, man muss jetzt eben auch den Goldpreis und den Silberpreis im Auge behalten. Das ist jetzt hier die Randgold Resources. Allerdings, wenn jetzt hier die nächste Kerze nochmal an den Widerstand, an die Widerstandslinie hineinläuft und eine Umkehrkerze bildet, dann kann man hier definitiv mal einen Short Trade wagen. Denn dann könnte hier was Größeres fertig sein und Kursziele sogar hier in den 95 US-Dollar-Bereich. Also erstmal abwarten, ganz antizyklisch natürlich immer gefährlich. Mit einer kleinen Position ist es im Prinzip immer vertretbar, ja, an Widerstandslevel zu shorten. Hier beim Hang Seng Index konnte sich schön nach oben bewegen, ja, allerdings lag eben auch der Stopp relativ weit weg. Deswegen ist noch nichts Besonderes verdient worden. Nach den Punkten, ja, liegt man rund 300 Punkte im Plus. Aber das Risiko war ja auch, ja, rund 1000 Punkte. Mal abwarten. Der Nikkei ist definitiv schwächer, hat heute hier wieder deutliche Abgaben verkraften müssen und ist dann erst nach oben gegangen. Also, das war's. Danke fürs Zuhören und bis später dann.